Schockmeldung aus Brüssel, brisantes EU-Dokument geleakt, nach dem Motto, wenn du nicht hören willst, ja, dann musst du fühlen, liebes Ungarn. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und das, was jetzt hier veröffentlicht wurde und in der Financial Times berichtet wurde, könnte tatsächlich aus einem wilden Verschwörungsthriller stammen. Es geht hier nämlich um ein Dokument, welches jetzt an die Financial Times durchgestochen wurde, in dem ganz klar und offensichtlich der Versuch skizziert wird, Ungarn zu erpressen, damit sie am kommenden jetzt Donnerstag diese Woche eben das EU-Hilfspaket für die Ukraine freigeben. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an Mitte Dezember, da war es ja bereits in Brüssel zu einem Eklat gekommen, weil eben die EU-Verhandlungen drohen zu scheitern, weil eben Viktor Orban für Ungarn das Veto einlegen wollte bei den 50 Milliarden Zahlungen für ein neues Hilfspaket für die Ukraine. Damals hatte er dann den Saal einfach verlassen, man sagt, aufgrund eines Vorschlags von Olaf Scholz, und die EU hat einfach ohne seine Stimme dann das Ganze abgeschlossen, aber wollte dann den finalen grüne Licht sozusagen nochmal auf eine zukünftige Entscheidung vertagen. Und genau diese zukünftige Entscheidung ist jetzt diesen Donnerstag, und jetzt ist eben dieses Dokument geleakt, welches den Druck, den man jetzt von Seiten der EU auf Ungarn ausübt, um eben hier zuzustimmen, ganz klar untermauert. Und das Brisante ist, dass hier teilweise sogar Zitate mit überliefert sind, die auch den Angriff auf die Wirtschaft Ungarns ganz klar und explizit nennen als Droh- und Druckmittel, um eben Ungarn und Viktor Orban dazu zu bringen, zu spuren. Ja, kann man an dieser Stelle nur einfach sagen, ja. Und jetzt lesen wir das Ganze mal so ein bisschen hier vor. Wir sehen hier, ne, the EU will sabotage Hungary's economy if Budapest blocks fresh aid to Ukraine at a summit this week. Ne? So viel erstmal hier zu dem Hintergrund. Und hier geht es jetzt genau darum, ne, to explicitly target Hungary's economic weakness, imperil its currency and drive a collapse in investor confidence in a bid to hurt jobs and growth. Zitat. If Budapest refuses to lift its veto against the aid to Kiev. Also, das ist wirklich krass. Man will hier die hohe Inflation von Ungarn beispielsweise und das im Verhältnis zum BIP hohe öffentliche Defizit nutzen, indem man halt sagt, wenn wir jetzt zum Beispiel diese EU-Gelder an Ungarn stoppen, werden wir eben die ganzen Investoren international abschrecken von Ungarn. Wir werden gleichzeitig auch mutmaßlich sogar einen Run auf die Währung auslösen, so mit dem Ziel natürlich, dass es für Budapest, wenn sie keine Gelder mehr von der EU bekommen, viel, viel schwieriger wird, sich überhaupt noch zu finanzieren, weil eben die Zinsen dann aufgrund der Risiken so stark steigen werden, dass es für Ungarn halt eben im internationalen Kapitalmarkt massiv erschwert wäre, sich weiter zu verschulden. Ja, und jetzt ist es natürlich interessant, dass man innerhalb der EU auch Streitigkeiten hat, dass jedes Land seine eigenen eben auch Vorteile versucht, gegen die der anderen zu stellen, dass man natürlich aber eine Gemeinschaft ist. Und ich will hier auch nicht Ungarn irgendwie frei von jeder Schuld sprechen. Ich meine, Ungarn ist auch ein Land, welches von der EU ja und somit auch von uns eben sehr viele Zahlungen und so weiter erhält und halt schon in der Vergangenheit sehr oft eben Entscheidungen blockiert hat. Aber dieses Level
an Erpressung, muss man hier sagen, und den ganz bewussten Versuch eben zu sagen, pass mal auf, wenn du jetzt dich hier weiter querstellst, dann werden wir ganz gezielt und explizit die Wirtschaft deines Landes angreifen, indem wir halt eben unseren EU-Einfluss und den Rest der Länder sozusagen und deren Macht gegen dich ausspielen. Das ist schon ein neues Level, eine neue Qualität, die das Ganze hier mittlerweile erreicht hat, finde ich jedenfalls. Wie geht es jetzt weiter? Der EU-Minister für Ungarn heißt Janos Boka und er hat zwar einerseits gesagt, ganz felsenfest, wir werden uns nicht unter irgendeinem Druck in unserer Position irgendwie verändern. Auf der anderen Seite hat er aber wohl jetzt auch einen Vorschlag gemacht für die EU, dass halt eben Ungarn die Entscheidung nicht mehr blockieren würde, wenn man eben in dem neuen Vertrag die Möglichkeit bekommen würde, auch in der Zukunft eben das Veto hier bei der Finanzierung beispielsweise der Ukraine einlegen zu können. Doch davon wollen wahrscheinlich die ganzen EU-Kommissare und so weiter nichts hören. Jetzt gibt es hier noch ein einzelnes Statement von EU-Abgeordneten, die hier auch anonym der Financial Times vorliegen. Hier sagt einer zum Beispiel, what kind of union do we have if we allow this kind of behavior? Was für eine Europäische Union haben wir eigentlich, wenn wir so eine Art von Verhalten standardisieren? Und ein anderer sagte, die Stakes sind sehr hoch, ja, es liegen viele Chips mittlerweile auf dem Tisch. Das ist Blackmail, ja, also das ist Erpressung. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze jetzt am kommenden Donnerstag entwickelt. Aber ich muss sagen, so schlimm das ist, sowas zu lesen, irgendwie überrascht es mich nicht mal mehr. Und interessant ist es, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass nicht nur die Spaltung der Menschen innerhalb von Deutschland beispielsweise auch jetzt in den aktuellen Wahlen und so zunimmt, sondern scheinbar auch innerhalb der EU. Weil das Ganze und auch die unterschiedlichen Positionen werden immer deutlicher, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Kommentare unter diesem Financial Times Artikel durchliest. Ja, hier sind zum Beispiel einige Kommentare von Leuten, die sagen, ja, also die Ungarn sollen einfach austreten jederzeit und sollen sozusagen zu ihren russischen Meistern zurückgehen. Ne? Und hier sagt einer zum Beispiel, ja, es gibt halt gerade einen Krieg in Europa und ein Kandidat, EU-Mitglied zu werden, wird attackiert. Und Orban schließt sich sozusagen mit dem Feind Russland zusammen. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, ja, dass die Ukraine und die ganzen Beitrittsverhandlungen und all das und so ja jetzt erst nach dem Krieg und so gekommen sind. Also man könnte hier natürlich auch berechtigt die Frage stellen, macht es Sinn in dieser jetzigen Situation überhaupt darüber zu verhandeln? Ja, ein anderer sagt zum Beispiel, ne, das scheint irgendwie auch notwendig zu sein, wenn man sich anschaut, dass Ungarn halt so unkonstruktiv ist. Ne? Und ein anderer sagt sogar, sie sollten jetzt darüber nachdenken, jetzt Ungarn rauszuschmeißen. Also man sieht hier, er spricht sogar hier von seinem Puppet Master Putin, also dass Ungarn eigentlich nur eine Marionette von Putin und von Russland sei. Ja. Und ein anderer sagt aber zum Beispiel, wir werden halt eben die Art und so weiter ja zerstören. Also im Endeffekt sagt er, we will destroy you if you don't vote the way we want. Wenn du nicht so wählst, wie wir es gerne hätten, dann zerstören wir sie. That's exactly the reality of today's democracy. Das ist genau die Realität der heutigen Demokratie. Das ist halt nicht fair, nicht mal ansatzweise, es ist nicht demokratisch, nein, Sir. Ja, also einfach Leute zu unterdrücken beziehungsweise zu erpressen auf diese Art und Weise, dann ist eben die Demokratie aus dem Fenster geschmissen. Und ich muss sagen, ja, ich bin hier so ein bisschen geteilt. Ich würde auf keinen Fall das so sehen, dass Ungarn beispielsweise eine Marionette von Russland ist. Und ich finde auch diese Äußerung eigentlich eine Katastrophe, wenn man sich so überlegt, sobald du halt irgendwie gegen diesen teilweise wirklich
schlimmen Einheitsbrei bist, der in der EU und so weiter beschlossen bist, dann wirst du ja sofort immer irgendwie gleich entweder in eine rechte Ecke gestellt oder aber, dass du halt irgendwie ein Putin-Troll oder ein Putin-Freund oder ein Putin-Versteher und so weiter bist. Und ich muss hier wirklich sagen, was für ein Level an peinlicher Demokratie ist das bitte, wenn man bei jeglicher Form von Kritik, die man irgendwo an einer Regierung oder an einem Staat oder an einer Politik äußert, immer sofort direkt als Feind oder als Gegner deklariert wird, ja. Ich meine, wie sehr wollen wir dann noch die Farce von einer echten Demokratie aufrechterhalten, wenn das nicht mehr möglich ist? Und ich meine, es ist ja auch so, ich reagiere da seit 100 Jahren schon nicht mehr drauf. Ich finde es eher lustig, wenn Leute mir irgendwie vorwerfen, ich würde von Putin bezahlt und all solche Dinge. Aber das muss man sich ja einfach mal vorstellen, ne? Dass diese Leute das, glaube ich, tatsächlich denken. Ja, also die glauben wirklich, dass man irgendwelche Zahlungen bekommt vom KGB oder von wem auch immer, dafür, dass man beispielsweise Scholz irgendwie kritisiert. Das muss man sich mal vorstellen. Das geht gar nicht mittlerweile in den Köpfen bei diesen Leuten mehr rein, dass wenn man sich einfach mal objektiv die Politik beispielsweise Deutschlands der letzten 2 Jahre anschaut und diese ganzen eklatanten Mängel kritisiert, dass es einfach einem darum geht, dass es einem Land wieder besser gehen sollte. Ja, aber nein, sobald du halt eben dagegen bist, wirst du als Feind. Und sowas, das untermauert und forciert ja geradezu die Spaltung in einem Land und auch natürlich in einer gesamten Europäischen Union. Ja, also ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht und was am Donnerstag wieder entschieden wird. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man hier nicht in irgendeiner Art und Weise einen vernünftigen Kompromiss finden kann, weil das wäre natürlich auch ein massiver Präzedenzfall für all jene andere EU-Staaten. Ich denke hier beispielsweise auch an Polen oder an andere aus dem östlichen Raum, die vielleicht in anderen Themen oder in anderen Situationen dann irgendwie auch mal konfrontiert sind mit so einem Thema und sich dann denken, hey, wenn es gut läuft, ja, wenn alle happy sind, wenn es gerade mal keine Krise geht, dann ist die EU vielleicht gut für uns und so und wir sind gut für die EU, ja. Und auf der anderen Seite, sobald halt in irgendeiner Art und Weise wir mal dagegen stimmen, gegen Brüssel, dann wird einfach mal kurz gezeigt, ja, wo die wahre Demokratie sitzt. Und das Interessante ist ja auch, wenn man sich diese Kritiker auch anschaut, die ja immer sagen, ja, diese ganzen Länder profitieren die ganze Zeit von der EU, also haben die gefälligst so abzustimmen, wie Brüssel es gerne hätte. Da stellt man sich die Frage, naja, wenn nur diese Länder von der EU etwas hätten und Brüssel selbst nichts, warum will dann Brüssel und Ursula von der Leyen ständig den Währungsraum und so erweitern? Warum wollen sie noch Ukraine? Warum wollen sie noch Moldawien? Warum wollen sie sozusagen partout einfach wachsen, obwohl diese massiven, verkrusteten Strukturen mit zig, 50.000 Beamten und Milliarden an jährlichen Kosten jetzt schon eigentlich de facto nicht mehr reformierbar sind und obwohl die es immer wieder versprochen haben, das alles zu reformieren, es einfach nicht getan wird. Ja, es scheint ja so, als ob eben jene, die das so forcieren, auch sich einen Vorteil davon versprechen.